Willkommen zu Path of Exile, dem nächsten Run. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, direkt das am Anfang des Ultimatums ist natürlich ziemlich nice. Okay, hier muss man auch nur einfach Monster töten. Okay, nehmen wir das. Reward. Sind hier keine, wenn schon in den ersten ein, zwei Belohnungen hier so nichts so Geiles kommt, dann lasse ich das auch lieber. Könnte zwar vielleicht ganz am Ende etwas sein, aber das dann zu riskieren, ganz bis zum Ende zu spielen und dann eventuell doch hier irgendwie so einen unkalkulierten Schaden dann mal zu bekommen. Beim Ultimatum ist das ja natürlich gang und gäbe, ne? Dass du das nicht kontrollieren kannst, wie der Damage da auf dich einprasselt. Was dich davon kritisch trifft und was nicht, das weiß nur das System und die Mobs selber, ne? Du selber weißt das ja nicht, was dich mal kritisch trifft, treffen wird und was nicht. Ist halt völlig unmöglich, das abzuschätzen. Oh nein. Wollen ja schließlich einfach EP nur sammeln. Ja, ich mach das immer so von außen nach innen. Grinden. Denke mal, das machen so die meisten. Und so würde mich ziemlich wundern, wenn die Leute anders machen. Wenn die einfach in die Mitte immer durchrennen. Aber gibt halt auch immer wieder solche Leute. Ich finde es halt aber einfach effektiver, so zu laufen. Okay, eine gelbe Map gleich mitnehmen. Ich habe sogar irgendwas fertig gemacht. Den Golems ist auch mal lustig, ey. Die kommen aus dem Boden, bevor die erstmal draußen sind, sind die auch schon wieder tot. Free Loot Mobs kann man so sagen. Oder Free XP Mobs. Böses Gift. Ja, den gelben nehme ich natürlich auf jeden Fall mit. Blau haben wir jetzt auch noch. Ja, schauen wir uns da nochmal um, aber ich glaube, hier ist nichts. Nö, okay, das war's erstmal mit der Karte. Wollen wir uns natürlich erstmal welche wieder mitnehmen. Zum Identifizieren, ja, hallo. Bitte identifizieren. Okay. So. Ja gut, wir müssen jetzt nur schauen, dass da keine Reflekt-Damage ist. Poison. Okay, aber hier machen wir definitiv kein Ultimatum, weil das sind so viele Sachen, die da drauf stehen, was die Mobs alles machen könnten. Kartenstufe 7, ja gut. Ist jetzt nicht super hoch, aber ist halt für mich schon gefährlich. Vor allen Dingen, weil die meisten Mobs auch immer direkt um mich herum sind, ne? Liegt ja halt auch einfach am Bild. Hä? Wo ist denn das Teil zum Aktivieren da? Man sieht das kaum. Wieso sind die Dinger immer so komisch leicht gelblich?
die sollen Buff-Dinger. Man hat das fast gar kaum gesehen, weil das hier so verschmolzen ist mit diesen Texturen. EP. Ja, die Frage ist halt auch, wo es hier lang geht. Hier ist schon mal Sackgasse. Boah, jetzt muss ich da wieder hoch. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Dash. Jetzt hätte ich da einfach hochdashen können. Wollen wir den jetzt einfach nochmal abholen, weil man es einfach machen kann. Es ist nie verkehrt, irgendwie ein paar Buffs mehr zu haben. Ist ja auch sowieso Eisschaden. So. Nee, diesmal nicht. I expect was anderes. Tower Defense ist jetzt zwar ganz nett, aber ich will jetzt einfach nur EP grinden und einfach auch den Boss killen. Falls da jetzt beim Atlas noch was gemacht werden musste. Mache jetzt auch nicht dieses Tower Defense, weil einfach manchmal kommen da auch Bosse raus, die ich nicht so kenne. Die machen dann auch irgendwie, wenn du an die rankommst, ziemlich viel Flächenschaden oder hauen halt auf den Boden. Und während du die ganze Zeit dann Stampfen machst, um auch viele andere Gegner zu killen, dann siehst du das einfach gar nicht, was der Boss genau macht. Dann hast du auch kaum eine Chance zu sehen, dass der mal auf dem Boden mal irgendwie stampft oder einen Arsch viel Leben verlierst oder halt, ne, wenn du Pech hast, One-Hit weg bist. Das ist dann natürlich nicht so nice. Was bringt das? Hä? Okay. Okay. Interessant. Hinzurennen, die Tür aufzumachen, zwei Kisten aufzumachen, da kommt gar nichts raus. Wozu gab es dann jetzt extra den Hebel dafür? Weil es cool aussieht. Ja, Coolness-Faktor. So. Da ist die Boss Area. Einfach mit. Kann immer gut Karten mal gebrauchen, vor allen Dingen, wenn die höher als T5 sind bei mir. Okay, Zombies, das weiß ich so oder so, dass ich sowas mit Creeps nicht spielen werde. Hab schon den Last Day Post gezockt. Einmal so ein Ice Mage und einmal sowas mit Creeps, mit Skeletten und so. Ist halt eher so das Bild für, ja, faule Leute, die selber kaum kämpfen wollen. Außerdem muss man doch schon einen guten PC haben, weil da gehen die FPS deutlich schneller runter. Ja. Dann gehen die deutlich schneller runter, weil, ja, ist halt meistens immer mit der Performance zusammenhängen, ne? Die ganzen Animationen und so zu berechnen. So, jetzt kurz mal gucken. Fangen wir die Karte als nächstes und die hier. Die zwei Karten. Und ja, bis zum nächsten Video.